Ich bin so nett, gib es zu. Du bist überhaupt nicht nett. Ich würde erstmal den Schlüssel und den silbernen Pieswisch, den du hier beide nicht brauchst, wegbringen. Geh doch rein! Vollpfosten auf zwei Ja, du bist so blöde. Ich hab dir gesagt, du sollst erstmal Schlüssel und den Pieswisch wegbringen. Okay. Und den Yoshi holen, weil den brauchst du hier unten zwangsläufig. Ja, aber ich kann erstmal den Koopa basteln. Nein. Falsche Reihenfolge. Boah, stell die scheiß Items nach rechts auf den Zementblock. Stimmt, ich will ja... Du hast dich ausgesperrt. Oh nein. Wieso ist das falsche Reihenfolge, wenn ich erst den Koopa bastel und dann mir Yoshi hol? Weil es dir das viel umständlicher macht, weil dann da unten noch ein Koopa rumwuselt, du auf den Kopf draufspringen musst, damit Yoshi nicht den ganzen Koopa isst, und du die Items noch alle umschiffen möchtest. Du willst dir das Leben schwer machen. Okay, dann hol ich erst Yoshi. Du willst als allererstes mal die Items weg. Und dann bring ich die Items weg. Und jetzt bastel ich mir. Ja, siehst du? Fail. Wieso läuft jetzt da runter? Ach so, weil der nicht rot ist. Weil der grün ist. Sag ja, da kommt ein störender grüner Koopa. Was mache ich jetzt? Ich muss auf jeden Fall die grünen Schelme, weil die ist essentiell wichtig. Ja, ich muss mich aber so weit beeilen, dass das Ding nicht zu schnell zugeht. Ah ja, das funktioniert sogar. Das funktioniert problemlos. Du brauchst dich schon. Wie du weißt. War ja auch keine Absicht. Das war das falsche Item, was ich mitnehmen wollte. Das ist nur beim Testen auch diverse Male passiert. Ach was. Das ist eine Scheißposition für Yoshi, würde ich mal behaupten. Ja, ich versetze ihn ja noch. Zwei grüne Items. Ich habe prinzipiell immer erstmal das falsche mitgenommen. Ich wusste, was ich tun muss. Raus, die Shell! Ich wollte es ja nicht essen. Dann machen wir das halt wieder langsam. Mann! Yoshi! So. Dein total verdutztes Gesicht. Boah, ist die Shell noch? Geil. Wie, was, wieso total verdutztes Gesicht? Ja, kommt gleich. Also, es ist einfach nur ein netter Gag, nichts wirklich. Ich frage mich gerade, wofür ich über eigentlich Yoshi will. Ja, dazu kommen wir später. Jetzt mache ich erstmal ein extra Safe-Set an der Stelle. Vielleicht möchtest du Yoshi um den silbernen Pieswisch kriegen. Das könnte gut sein. Was auch immer du gesagt hast. Du hast mir jetzt ernsthaft nicht zugehört. Ja, genau, jetzt hast du. Ja, das war die verdutzte Gesichtsstelle. Was? Epic. Dafür will ich Yoshi. Dafür will ich Yoshi haben. Was für eine besoffene Idee hat er jetzt? Da kommst du nicht mehr raus. Da ist schon wieder so eine Scheiße drin. Ja, aber diesmal habe ich dran gedacht, da auch zwei Reinigungen zu machen. Schön. Dann muss ich den irgendwie so... Ja. Du kannst doch diese... Du musst einfach nur schnell genug nach rechts weggehen. Die Shell offscreen. Das ist der On-Off-Switch, halt nur einmal gedrückt wird. Ah ja. Das ist jetzt nicht
wirklich kompliziert. Vielleicht sollte ich hier drüben anfangen. Jetzt macht er die Spackenvariante, dass er es genau so timet, dass der silberne P-Switch gerade abklingt. Ach. Da haben wir jetzt nämlich das Problem, dass sich hier ihr Grünfeld auflöst. Aber ich habe immer noch keinen blauen P-Switch. Drück doch erstmal den und. Ja, ja, dann sind die Dinger wahrscheinlich weg. Ach, jetzt habe ich die wieder weg. Scheiße. Ups. Cindy schmeißt alles um vor Begeisterung. Ja, vor Begeisterung. Mann! Einfach nur nach rechts wegrennen, ey. Ich bitte. Das war zu schnell, glaube ich. Gar nicht gedrückt. Ich hab's mit dem ersten Versuch geschafft. Ja. Wieso geht der jetzt da? Du musst übrigens sehen, dass der On-Off-Switch umschaltet, ne? Ansonsten klappt das nicht. Na, guck mal, da sind wir mal nach vorne drin. Aber jetzt ist nichts passiert. Ja, in diesem Raum soll auch nichts passieren. Obwohl doch der eine Block da verändert sich. Wie komme ich jetzt? Ja, hier ist jetzt die Situation, um einen Glitch auszuführen. Kein Glitch. Den ich kenne? Ich glaube nicht. Aber er ist jetzt nicht so sonderlich anspruchsvoll. Mit Yoshi auf den Schlüssel und dann komme ich hoch? Ich würde mich ganz nah an die Wand stellen mit dem Schlüssel im Mund und dann einfach ausspucken. Nicht zu nah, dass er. Ja, so weit. Es ist schlimm, wenn man weiß, wie es geht, aber es nicht hinkriegt. Ja, das sagst du dem Richtigen. Ich sehe das doch auch nur in den Videos. Da steht keine Beschreibung dran. Da muss ich mir dann selber herdenken, wie es gehen könnte. Und ja, ist schon klar. Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass du es einfacher hast, aber du bist selbst schuld. Pff, geh mir weg. Jetzt will er wieder die Schuld auf mich schieben, weil ich hier der Böse bin. Au. Oh Mann, Slow-Mo, oder? Mach von mir aus. Ich wüsste zwar nicht, was das jetzt bringt, außer nervige Musik, umständliches Rumgebagge. Ich sehe es viel besser. Das hat nichts mit denen zu tun. Einfach nur auf diesen Schlüssel drauflaufen, während er in der Luft ist. Ja. Ja, guck, Slow-Mo ist viel einfacher. Mann, ich wirklich. Aber du denkst. Nein, nicht doppelt. Du hast doch immer noch die manuellen Tasten dafür. Stimmt, ich kann einfach I drücken. Flupp. Oh, kann ich nicht mitnehmen, Yoshi. Tschüss, Yoshi. Zack, tot. Ah, das ist mein Boden. Ja, dafür war der auch noch Switch gut. Schön, ich gehe trotzdem in den extra Safe State. Ja, das ist gut. Dafür sind ein bisschen mehr da. Und noch mal in den extra Safe State. Der Epic Raum auf Epicness. Der Epic Raum auf Epicness kommt jetzt. Also. Mit einer Reset Door. Ja. Pff, du musst es nicht jedes Mal ausprobieren. Guck mal, da ist der Koopa zu mir füttern. Wie soll das denn gehen? Das musst du dir der jetzt bleibt ausdenken. Der bleibt doch nie liegen. Das hat ja auch nie jemand behauptet, dass der liegen bleiben würde. Achso, ich muss ihn, während ich drauf springe, direkt essen. Du kannst ihn ja einfach in Yoshis Mund schlittern lassen. Stimmt. Guck mal da, die alte Parade. Alles Muncher. Nein, natürlich nicht. Aber viel geiler. Tut mir leid, Mario kann auf dieser Brücke nicht stehen. Ist nur für Items. Oder nur für Sprite, sagen wir es so. Jetzt hast du keinen Yoshi mehr. Will ich denn einen Yoshi noch haben überhaupt? Guck mal.
Hier wird jetzt ein interessanter Glitch gefordert. Was? Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu laut. Es ist alles runtergefallen, was runterfallen kann. Nee, ich schmeiß immer wieder dasselbe runter, das ist ja das Coole. Jedes Mal versucht diese Sprites einzusammeln, finde ich so geil. Ich sagte so viel, Mario braucht alle drei davon. Warum? Das ist nicht für Yoshi gedacht. Was will ich hier mit Feder, Blume, sonstigem Scheiß? Das ist ja das Geile. Und warum? Kannst du mal überlegen, wie du da rechts durch die Infobox durchkommst? Gar nicht. Doch, das ist ja der Sinn der Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich gerade ein Item da einsammle oder so. Sehr gut. Ich muss jetzt aber nicht balancieren anfangen. Nein. So ein Scheiß. Dann ist erstmal Yoshi groß. Mann. Ja gut, machen wir uns Yoshi groß und dann komme ich eigentlich an alle Items ran. Du kommst auch ohne Yoshi an alle Items dran. Ja, aber nicht so gut. Doch, weil mit Yoshi kommst du eh nur an den Pilz dran, glaube ich. Ja, nur an den Pilz. Mit Yoshi komme ich an die Blume und an den Pilz. Wie willst du denn an die Blume kommen? Na, von hier. Wie willst du Yoshi behalten? So und dann irgendwie rüber, vielleicht. Geht nicht. Kannst du einfach die Shell reinschmeißen und draufspringen. Hält. Stimmt. Stimmt, das geht. Ach. Menü. Du hast ja übrigens auch genug Zeit, um Yoshi einzeln aber zu platzieren. Aber wozu kriege ich dann einen extra Pilz, wenn hier eh schon Blume und Feder ist? Ja, das ist ja das Schöne, das darfst du jetzt ausdenken. Also du musst nicht jonglieren, nicht das jetzt unbedingt. Ja, aber dann kann ich nicht alle drei mitnehmen, wenn ich nicht jonglieren muss. Die benutzt auch alle nacheinander. Ach so. Na gut. Also holen wir uns erstmal Yoshi. Wofür auch? Ach so, den kann ich durch die Röhre mitnehmen. Schwachsinnsideen schon wieder. Yoshi kann ich durch die Röhre mitnehmen. Nein. Nein, aber wofür brauche ich euch denn für das Level? Ja, das ist ja das Geile. Gar nicht. Doch. Ich meine, du kannst ihn hier kostengünstig füttern. Kostengünstig? Naja. Heißt umsonst. Meine Nerven gehen drauf dabei, aber ansonsten ist es günstig, ja. Kostet mich alle meine Nerven. Ja, schade, dass du ein armer Mensch bist, hast nicht viele Nerven. Nee. Also ich würde dir auch empfehlen, um deine Nerven zu sparen, auf Slow-Mo zu schalten. Da hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Nummer 1. Ja, das ist die optimalste Variante, finde ich. Ich meine, man kann auch erst auf die Koopa draufspringen und Yoshi dann fallen lassen, aber das finde ich ziemlich ineffizient. Nummer 2. Nummer 3, jetzt geht's doch. Nummer 4. Dum 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 dum. Pff, ist er jetzt gesaved oder was? Nein. Du sollst doch nie tun. Na komm, den letzten noch. Na komm.